Peter Böhringer, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Peter, eine neue Klage angeleiert gegen die EZB wegen PEP. Da sind wieder 1,4 Billionen, die wohl veruntreut werden sollen. Wie aussichtsreich ist eine solche Klage? Wir machen das nicht jeden Tag, wir machen das nur bei wirklich wichtigen Dingen. Und du hast ja selbst genannt, 1,35 Billionen Euro Anleihekaufvolumen kann auch noch aufgestockt werden. Das war uns dann doch zu viel. Das ist das mächtigste Vehikel derzeit der Euro-Rettung überhaupt, das es jemals gegeben hat. Die Aussichten. Ja, nach allem Recht und Gesetz ist es mal der Staatsfinanzierung. Es müsste verfassungswidrig sein. Das ist im Prinzip auch nicht heilbar. Aber vor Gericht ist man wie auf hoher See, besonders vor politisierten Gerichten. Deshalb möchte ich nicht wissen, was in 4 Jahren als Urteil rauskommt. Da wage ich im Moment keine Prognose. Stand heute ist es nach allen Maßstäben, die das Gericht selbst aufgestellt hat und nach den europäischen Verfassungsverträgen, verfassungswidrig. Nun haben wir ja gerade ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt, nachdem ja die EZB der Anleihekauf von den Südstaaten oder überhaupt ja, mehr oder weniger untersagt wird. Da kümmert sich doch die EZB gar nicht drum. Sie macht doch, was sie will, die Lagarde. Ja, das ist tatsächlich interessant. Frau Lagarde hat das Urteil ignoriert. Sie hat explizit gesagt, das interessiert mich nicht, was nationale Gerichte oder auch nationale Parlamente, die ja mit dem Urteil adressiert wurden, sagen dazu. Es interessiere sie nicht, denn sie könne als supranationale Organisation nur von supranationalen Organisationen überwacht werden. Das ist das Europaparlament und potenziell der Europäische Gerichtshof. Das stimmt aber nicht in Fällen, in denen im Staatenbund Europa die Rechte dieser Staatenbund von den Nationalstaaten bekommen hat, überschritten sind. Genau das ist im Urteil festgestellt worden und deshalb sehen wir schon eine ganz gute Chance, dass das Verfassungsgerichtsurteil honoriert werden muss. Und es also ist das alte Urteil jetzt? Das ist jetzt das alte Urteil. Wir beziehen uns in unserer Klage nur bedingt auf dieses Urteil. Wir brauchen es eigentlich gar nicht, weil das neue Programm PEP... Wir müssen nochmal erläutern. Kannst du das noch? Pandemic Emergency Purchase Program. Es ist ein Corona-Programm. Pandemic Emergency Purchase Program. Das hört sich ja gigantisch an. So unter dem Motto, ja, wenn es schon Pandemic ist und Corona, und dann können wir da schon eine Billion, noch eine zweite, eine dritte oder so, so nach einer unendlichen Notenpresse hört sich das an. So ist es. Also das Problem ist, in dem alten Urteil wird eine Verhältnismäßigkeitsprüfung angemahnt vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Das heißt, die geldpolitische Macht, die ist ja gewaltig hier, billionenschwer, die war auch schon beim Vorgängerprogramm billionenschwer, muss abgewogen werden gegen die wirtschaftspolitischen Effekte. Wenn das in keinem Verhältnis mehr stünde, dann wäre es verfassungswidrig. Das ist nicht geschehen. Das wird auch beim neuen Programm nicht geschehen. Unsere Klage braucht diese Verhältnismäßigkeitsprüfung gar nicht, weil wir sagen, PEP ist nach allen Definitionen monetärer Staatsfinanzierung einschlägig und damit verfassungswidrig. Ihr habt ja auch wieder den Schachschneider dabei. Ja, ein alter Recke, muss man sagen. Schachschneider. Seit 1993 klagt Professor Schachschneider sowohl gegen die Zumutung der EZB als auch der Euro-Rettung als auch der EU selbst, die ja ständig neue Kompetenzen an sich zieht in über 10 Urteilen mittlerweile. Und er hat oft verloren, aber er hat trotzdem die Rechtsprechung weitergetrieben und sie sind inzwischen in einer Ecke, aus der sie kaum noch rauskommen. PEP ist nach diesen Maßstäben, die auch Professor Schachschneider selbst erstritten hat in den letzten 20, 25 Jahren, in unseren Augen ein eindeutiger verfassungswidriger Fall. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, was kümmert es Brüssel, was kümmert es die EZB? Es ist ja sehr ehrenwert, dass ihr das tut und auch diese ganze Energie, die ihr dort immer wieder neu reinsetzt. Aber wir sehen es ja jetzt auch gerade bei Schachschneider, da macht sie ja auch schon seit 10 Jahren. Am Ende machen sie doch, was sie wollen. Ja, gut, der Vorwurf, das ist der eine Vorwurf, der immer wieder kommt aus dem Internet auch. Der gegenteilige Vorwurf ist, klagt endlich dagegen. Also wie man es macht, ist falsch. Ja. Wir machen natürlich alles. Wir machen die mediale Arbeit, wir machen die parlamentarisch-politische Arbeit und jetzt eben in diesem extremen Fall auch einmal die Klage. Wir müssen es machen. Ich widerspreche dem nicht, dass oft verloren wurde und dass es natürlich nicht unser Hauptjob sein sollte, als Politiker zu klagen. Aber in diesem Fall haben wir uns dafür entschieden. Ich habe das selbst herbeigeführt. Und einer muss es ja auch tun. Wir können ja auch nicht immer nur gewähren lassen. Warum schlägt eigentlich die Merkel den nicht mal auf die Finger und sagt, so geht's nicht? Ist ja auch unser Geld. Ja, mein Gott, Merkel wird es nie tun. Wir wissen, wir ahnen die Gründe, das sind andere Interessen. Sie lebt ja davon, wenn die EU morgen zusammenbricht, dann hat auch Frau Merkel riesigen Schaden. Wir haben halt eine andere Motivlage. Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für stabiles Geld und da ist der Euro massiv im Weg. Ja, falls diese Klagen durchkommen sollte und auch gerade jetzt das Letzte, was ihr da angeleiert habt, dann muss man doch auch wirklich fragen, ob der Euro noch eine Zukunft hat. Denn ich meine, was sie da machen bei der EZB, Lagarde und diese ganzen Rettungsprogramme, die führen ja dazu, dass der Euro weiterlebt. Gäbe es sie nicht, wäre doch der Euro kaputt. Der Euro war von Anfang an eine politische Währung. Er hätte die Krönung sein sollen einer politischen
Einigung Europas, die aber nie gewollt war von allen Völkern, deshalb hätte er nie kommen dürfen. Martin zuerst aufgesetzt in der Hoffnung, die politische Einigung komme dann schon. Ja. Auch das ist faktisch nie geschehen. Er ist einfach da, er ist die Klammer, die Zwangsklammer, die alles zusammenhält. Das war schon seit den 80er Jahren so. Die Franzosen haben ihn aus dem Grund eingeführt, die Deutschen einzuhegen. Die Deutschen sollten immer für alles zahlen. Es sollte ihnen am Ende die letzte Macht genommen werden, die nationalstaatliche Macht und die Geldmacht. Und genau das ist alles schon gelungen. Im Prinzip hat der Euro schon fast alle seine Ziele, mit denen er in den 80er Jahren erdacht wurde, erfüllt. Also ist sie konnte noch erfüllt. Und ja, wir laufen jetzt an den Punkt, an dem das Ganze dann nur noch in die Hyperinflation münden kann eines Tages. Aber noch ist das zum Teil realwirtschaftlich gedeckt mit deutscher Steuersubstanz und deutschem Vermögen. Und so lange wird er am Leben erhalten werden. Wir kämpfen dagegen, dass das dann eher früher abgewickelt wird. Ein Bekannter hat mal gesagt, das ist der Euro und die EU ist eigentlich eine Plünderungsunion. Ich finde den Begriff so schön, Plünderungsunion. Es geht letzten Endes daran, die Geldquellen in Deutschland anzustechen und umzuverteilen. Siehst du das auch so? Es gibt Belege dafür aus den 80er, 90er Jahren, vor allem französische Quellen. Ja, das ist so. Die deutsche Substanz sollte abgegriffen werden, die Macht sollte abgeschafft werden. Der Mitterrand-Berater Attali hat gemeint, die letzte Macht Deutschlands ist die Bundesbank und die D-Mark und das musste abgeschafft werden. Das ist inzwischen leider in vielen Jahrzehnten gelungen. Wie ist es denn dazu erklären, dass außer der AfD und die FDP so ein bisschen da eigentlich überhaupt keiner etwas tut? Ich meine, im Prinzip könnte man doch an einer bestimmten Stelle auch sagen, könnte Merkel auf den Tisch schauen und sagen, Dexit, wir treten aus dem Euro. Aber da hört man gar nichts. Sie machen mit uns, was sie wollen und wir zahlen. Es gibt Parteien, die Deutschland selbst auflösen wollen, erklärtermaßen. Es geht nur noch um Europa. Die Grünen haben gerade einen Antrag im Bundestag gebracht, der die europäische Souveränität verteidigen soll, die es gar nicht gibt, ja, nee. Die es noch gar nicht geben darf. Es ist Verfassungsrecht. Ja. Trotzdem wird es gemacht. Von diesen Parteien ist nichts zu erwarten. Das geht bis zur CDU. Ich bin enttäuscht ein bisschen von der FDP, die sowohl ökonomische als auch juristische Gründe en masse hätte, sich endlich dagegen zu stellen und es leider selbst bei diesen Beträgen, die inzwischen auf dem Tisch liegen, immer noch nicht tut. Und wir sind ja nach wie vor die Einzigen, die dagegen vorgehen. Also muss man ja eigentlich wirklich Angst und Bange werden und sich fragen, wie das endet. Du hast es ja eben schon angesprochen, also mögliche Hyperinflation oder Bruch des Euros ist ja praktisch hier sind die beiden Möglichkeiten. Die auch beide gleichzeitig oder nacheinander eintreten können. Hast du, wir haben ja schon lange über den Euro gesprochen und auch die Geschichte des Euros miterlebt, auch gerade Professor Hankel und so weiter. Wir kennen ja da verschiedene Verträge, Gesetze, EZB-Statuten, Maastricht-Verträge und so weiter. Kennst du irgendein Gesetz, irgendeine Vereinbarung, die im Zusammenhang mit dem Euro noch nicht gebrochen wurde? Hey, es reicht ja, die aufzuzählen, die gebrochen wurden. Das sind mindestens drei Maastricht-Kriterien mit Verfassungsfragen, die schon seit 2003 hundertfach gebrochen wurden. Das sind mindestens zwei AEUV, also Europavertragsregelungen, die direkte Staatsfinanzierung und das No-Bailout-Gebot, die auch schon dutzendfach gebrochen wurden. Und es gibt inzwischen auch Grundgesetzartikel, die gebrochen werden. Das ist ja auch die Basis unserer Klage. Wir haben keine Verfassungsbeschwerde gemacht. Es ist eine Organklage der Fraktionen und davon hoffen wir uns auch ein gewisses Prestige. Die ist meiner Meinung nach nicht abweisbar. Und dann schauen wir mal, was das wird. Was ich mich frage und sicherlich auch viele Zuschauer ist, okay, es geht jetzt hier beim letzten Ding um 1,4 Billionen. Wer verteilt denn dann das Geld? Ist das irgendeine Stelle in Brüssel? Wie geht das überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn man den Betrieb in Brüssel ein bisschen kennt, dann weiß man, es sind ganz wenige Planbürokraten. Lass es 1000 Leute sein, die in den verschiedenen Gremien sitzen, die diese Fonds wirklich an oberster Stelle verwalten. 1000, das ist schon viel gedacht. Es können auch weniger sein. Und die verwalten jetzt eine Billion ohne demokratische Legitimation, ohne ökonomisches Wissen. Das ist der klassische Fall, der Staat wirtschaftet. Der Staat ist immer der Schlechteste, der wirtschaftet, immer grundsätzlich. Und das mündet jetzt schon, wir kriegen das, ich habe das heute im Haushaltsausschuss schon erlebt, es mündet in Vorschlägen, Wasserstoff zu fördern oder noch mehr Batterietechnologie. Beides Technologien, die der freie Markt seit Jahrzehnten optimiert hat. Es gibt da nichts mehr zu optimieren. Es wird auch nichts rauskommen. Der Staat investiert wie in Venture Capital Firma inzwischen, ohne Sinn und Verstand. Das Geld ist da. Es wird in Green Deals gesteckt, in ideologische Projekte. Das ist das Allerschlimmste in der Geschichte, diese Verwendungsseite dieser Gelder. Corona-Opfer bekommen da das Allerwenigste. Dafür. Also muss man sich dann irgendwie vorstellen, dass da irgend so ein Bürokrat in Brüssel sagt, also Spanien kriegt jetzt mal 100 Milliarden. Die Italiener sind auch ganz nett. Die haben am meisten gelitten, die kriegen jetzt 300 Milliarden. Also wie soll das laufen? Im Prinzip ist das so. Es ist sogar noch schlimmer. Es wird nicht nur geografisch verteilt, sondern es wird zugeteilt nach ideologischen Kriterien. Da gibt es Fonds, die heißen Green Deal. Wir machen Europa bis 2050 CO2-frei. Was eine absurde Utopie ist, das ist aber der Ansatz hier.
Und es sind Leute, die haben teilweise von physikalischen Grundgesetzen keine Ahnung, werden aber diese Märkte bewegen. Und das ist das Schlimmste. Hier werden Billionen fehlallokiert in Konkurrenz zu sinnvoll investierten Millionen und Milliarden des freien Marktes. Und das kann nur schiefgehen. Wie lange gibst du dem Euro noch? Nein, die Frage beantworte ich seit 20 Jahren schon fast nie. Es kann sein, dass er mit diesen Maßnahmen sich tatsächlich noch mal 5 Jahre erkauft hat. Aber um den Preis der Demokratie und den Preis auch unserer Souveränität, des Rechtsstaats. Rechtsstaat, Souveränität, Demokratie, das geht alles vor die Hunde. Es wird untergraben und man kann mit Geld verdammt viel Unrecht kaufen. Und genau das geschieht hier. Das ist leider eine sehr traurige Bilanz. Ihr bleibt weiter dran, ich bleib weiter dran. Peter Böhringer, erstmal vielen Dank, dass du dir hier heute Abend vor dem Bundestag die Zeit zu dem Gespräch genommen hast. Danke für die neutrale und kritische EU-Berichterstattung an der MEM News.